Ich stehe hier mit dem Norman. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Wir kennen uns durch Artabana. Das ist so eine Alternative zur gesetzlichen Krankenversicherung, kann man sagen, Solidarsystem. Eine Solidargemeinschaft. Eine Solidargemeinschaft im gesundheitlichen Bereich. Genau. Wir haben uns jetzt seit Jahren nicht gesehen. Du bist in Stuttgart in einer Gruppe, ich bin im Schwarzwald in einer Gruppe. Und jetzt bist du hier engagiert bei Querdenken und bei der Demo. Ist heute das erste Mal oder? Nee, ich war schon auf dem Basen in Schondorf vor allem, wo ich mein Lager habe. Und ansonsten Cannstatt, die Raddemos jeden Mittwochabend veranstalten wir jetzt. Also ich bin bei allem dabei, was sich irgendwie bewegt und wo man Gesicht und Flagge zeigen darf gerade. Danke für dein Engagement. Gerne. Glaubst du, das ist sinnvoll oder fürchtest du nicht, dass es vielleicht verpuffen könnte, so, was du da so einsetzt? Also was ich einsetze, wird nicht verpuffen. Es wird im besten Falle erfolgreich enden und im zweitbesten Falle in die Hose gehen. Also ich habe mir in den Monaten, wo ich mir das Elend anschauen musste, war ich hin und her gewürfelt zwischen das können wir nur gewinnen und das kann nur in die Hose gehen. Und jetzt habe ich mich auf die Position zurückgezogen, das Ergebnis offen zu sehen. Und ich sage, geiler Kampf wird es auf jeden Fall. Wir schreiben hier Geschichte und entweder gewinnt die bescheuerte Regierung oder der Widerstand gegen diesen Wahnsinn. Aber es ist jetzt schon fantastisch und einfach geil und es wird noch mehr. Das wird noch spannend werden und wir sind da. Ja, also die Corona-Panikmache sorgt für ein Aufwachen der Bevölkerung. Würdest du das so sehen? Definiere Bevölkerung. Ich habe schon innerhalb der Familie für mich schmerzhafte Erfahrungen gemacht, wie zähflüssig das menschliche Gehirn sein kann, wenn es jahrelang zu viel Fernsehen schauen durfte. Ja. Wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis du das politische und das Gesundheitssystem, Finanzsystem nehme ich einmal an auch, bis du das wirklich hinterfragt und durchschaut hast? Also ich maß mir nicht an, das alles zu durchschauen oder durchschaut zu haben, aber hochkritisch sehe ich das schon seit über 20 Jahren und als ich das vor 15 Jahren den ersten Golddukaten gekauft habe, war mir schon klar, dass diese Geldpolitik ein Schneeballsystem ist, das irgendwann platzen muss. Und ich habe mich jedes Jahr wieder gewundert, wie lange dieser Ballon noch aufgepumpt werden kann. Ja, das geht mir auch so. Und deswegen habe ich mich zurückgezogen. Ich habe gedacht, leckt mich alle am Arsch, ihr macht euren Scheiß und ich ziehe mich nach Sardinien zurück. Und da bin ich eigentlich seit 2 Jahren im Ruhestand und jetzt hat mich diese miserable Regierung mit diesen Einschneidungen und Einschränkungen, die anstehen, alarmiert und die torpedieren gerade meinen Lebensplan. Deswegen bin ich jetzt hier und kann das nicht zulassen. Wie war die Situation auf Sardinien? Noch beschissener wie hier. Die Italiener sind noch viel obrigkeitshöriger wie hier. Die denken noch über... Nee, das glaube ich nicht. Die Deutschen sind doch da. Wir halten uns doch für die Underdogs der Welt. Ja. Kann doch nicht sein. Dachte ich auch. Deswegen sind wir dahin, weil ich dachte, ja, Sardinien ist so weit weg. Die sind alles passiert da 10 Jahre später. Mindestens zeitversetzt oder überhaupt nicht. Die waren so ängstlich und Leute mit Masken und die Mobilitätseinschränkung war viel stärker wie hier. Viel früher, viel stärker. Wir durften nicht mal mit Hund und Frau ans Meer alleine. Also völlig, völlig kranker Schwachsinn. Und dann war mir früh klar, das geht hier nicht um irgendein Virus, es geht um Politik und das... Also bist du ein Verschwörungstheoretiker? Nein, ich bin ein Verschwörungspraxisaufdecker. Ja, unser Eins wird ja von vielen als rechts betrachtet, was auch immer das bedeuten mag. Siehst du dich als Rechter? Ich sah mich bis vor einem halben Jahr nirgendwo und schon gar nicht extremistisch und höchst unpolitisch. Ich habe, kann ich offen sagen, ein halbes Leben lang SPD gewählt, die zweite Hälfte Grün.
Aber jetzt, wo dieser Kretschmann und die Grünen eine Politik machen, die mit Grün überhaupt nichts mehr zu tun hat, ist eigentlich die bürgerliche Mitte für mich ein desolater, korrupter Haufen geworden. Und ich sehe mich in der Situation, die einzigen Stimmen, die meine Meinung und mein Menschen-Selbstverständnis spiegeln, nur noch von Linken und Rechten zu hören. Und das hat mein Weltbild komplett erodiert. Ja. Ich wusste wochenlang gar nicht mehr, wo ich eigentlich politisch stehe. Also ich werde von Linken und Rechten sprechen mir aus der Seele und die, die ich immer gewählt habe, machen eine gigantische Scheiße hier in Deutschland und auf der Welt. Das treibt mir jetzt noch die Wahnsinnstränen in die Augen, wenn ich darüber nachdenke. Mhm. Das, was jetzt so weltweit passiert, denkst du, dass das Zufall ist oder ist das irgendwie durch, keine Ahnung, kosmische Mächte gesteuert? Was denkst du darüber? Ich möchte glauben, dass es kosmische Mächte sind, gegen die Weltverschwörung, Deep State und diese ganze Geschichte habe ich schon vor 20 Jahren gelesen und konnte mir eine konspirative Kraft in diesem Umfang einfach auch nicht vorstellen. Aha. Ich hätte nicht vermutet oder nicht für möglich gehalten, dass eine Macht des Bösen global so effektiv sein könnte. Aber die Meinung habe ich jetzt, revidieren müssen, ja. Ist denn das wahre Problem nicht eigentlich die Hörigkeit und die, sagen wir mal, die Bewusstseinslosigkeit der meisten Leute? Ist das nicht das eigentliche Problem? Ja, die macht es. Natürlich ist das das Kernproblem und die macht diese Entwicklung erst möglich. Also man muss natürlich selbstkritisch sagen, ich bin ja kein geborener Anarchist, Rebell, Demonstrant oder sonst was. Also ich wollte in Sardinien mit meinen Hunden über den Strand spazieren gehen und in Ruhe leben. Und jetzt wackele ich hier in Deutschland von Demonstration zu Kundgebung und verteile Flugblätter und mache gerade nichts anderes als diesen Scheiß, der gerade passiert, bekämpft. Und das mache ich nur deswegen oder dafür, um 1, 2, 3 Leute jeden Tag von der Glotze wegzukriegen und zu kritischem Denken anzuregen. Ja, Norman, danke, dass du das machst. Für uns alle, mit uns zum Teil. Und noch eine gute Veranstaltung. Dankeschön. Und dir alles Gute. So, Marla.